Hallo zusammen und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Wir sind hier in der Feuerkatzenallee, werden aber auch gleich wieder verschwinden. Wir sind in der letzten Folge bloß kurz hierher gekommen, um Greta Schwarzkessel einmal zu stellen. Oh, es sind sogar zwei Leute hier. Achso, gut, das ist aber ganz Wizard City. Um Greta Schwarzkessel zu stellen, denn die ist Mitglied der Kabale. Und die hat uns ein paar sehr beunruhigende Informationen über das Arcanum gegeben. Und jetzt ist es an uns, zum Arcanum hinzugehen und eben mal zu gucken, ob das stimmt. Ob wir wirklich die ganze Zeit angelogen wurden. Oder, beziehungsweise, was heißt angelogen wurden? Ob Sachen vor uns verheimlicht wurden. Weil wenn dem so wäre, dann hat sich das Arcanum wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich gucke erstmal ganz kurz in den Kronenladen. Übrigens, das Mega-Futterpaket ist aktuell reduziert und es gibt, glaube ich, auch im Moment doppelte Haustier-Erfahrungspunkte. Das habe ich heute auf dem US-Server schon mal kurz ein bisschen ausgenutzt, denn ich kann euch jetzt verkünden, ich habe auf dem US-Server jetzt endlich nach langer, langer Zeit ein gutes Haustier. Ist so ähnlich wie Luna eigentlich. Also wir haben heilende Strömung, wir haben Elfenfee, Einhorn und die Fee. Das Einzige, was dieses Haustier auf dem US-Server nicht hat, sind die 9% Resistenz. Die habe ich nicht gekriegt. Ich habe jetzt da stattdessen so einen komischen, so ein Legendenschild, was das Haustier noch beherrscht. Ja, kann man noch dran arbeiten, aber auf jeden Fall hat das Haustier jetzt auf meinem US-Server, genau, hat mein Haustier auf dem US-Server jetzt auch 4 Heilzauber und das war das Wichtigste und ich bin sehr froh. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich vielleicht noch an dieses Schwelfe-Juwel rankomme. Das ist aber, glaube ich, auf dem US-Server ein bisschen schwierig. Und dann wäre das Pet wirklich schon mal sehr, sehr gut. Okay, gehen wir ins Arcanum. Übrigens, Leute, es ist gerade... Hä? Oh, gut. Da muss die Welt kurz laden. Waren wir wirklich schon so lange nicht mehr im Arcanum, dass die Welt noch gar nicht geladen ist wieder? Seltsam, naja. Es ist übrigens gerade mega spät. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufnehmen. Ich wollte, also gut. Es ist gerade Freitag, ne? Deswegen ist es egal. Ich habe jetzt Wochenende, deswegen habe ich auch Zeit. Eigentlich wollte ich so um, 22, 23 Uhr rum aufnehmen. Und jetzt ist es 2.17 Uhr. Ja, hat sich ein bisschen nach hinten gezogen. Wie immer, ne? Ist ja irgendwie Standard bei mir so. Und jetzt muss ich halt noch gucken, dass ich die Folge noch fertig kriege, weil ich letzte Woche leider immer nur einen Tag im Voraus praktisch aufnehmen konnte. Deswegen kommt die Folge, also die Folge, die ich jetzt aufnehme, kommt praktisch am Samstag. Und die Folge, die ihr jetzt seht, die habe ich praktisch heute Morgen um 2.18 Uhr, haben wir es jetzt mittlerweile, aufgenommen. Also ja. And just where do you think you're going, Initiate? Ione gave me specific instructions. She's not to be disturbed. You can't. Und ob wir können und wir werden auch. Wir gehen direkt zu Ione und fragen sie mal, was denn hier los ist. You dare to storm into my office? Fitzhugh told you to stop. You what? You confronted an agent of the Cabal alone? I feel shocked. So the Cabal agent said we were lying to you. I've spoken no falsehoods, but I haven't told you the entire truth either. I had to be sure first. We knew the Cabal was watching you, and that you were tainted by shadow magic. Actually, we subjected Velma von Venkman to the same scrutiny. It's true, we know about the Cabal. Its leaders were once in the Arcanum, before the Schism. Entschuldigung. But initiates are never privy to this knowledge. Kurz eine Schoki getrunken. Very well. The time has clearly come. I can say no more until you become an understudy. Fortunately, your eligibility has already been approved. To advance to the rank of Arcanum understudy, you must now speak with Serial Cassini and face the appropriate trial. Then return. Oh. Okay, ich schmeiße meine ganzen Erinnerungen, die ich hatte, wieder komplett weg. Ich dachte eigentlich, dass wir den Zauber für Stufe 118 in Mirage bekommen und dass wir da diesen einen Dungeon machen, der so zeitmäßig war. Aber das habe ich wohl falsch in Erinnerung, denn jetzt kommt der Zauber.
Und zwar nach dem Kampf gegen Sirio Cassini. Da kann ich mich noch dran erinnern. Okay, cool. Dann kriegen wir jetzt endlich mal unseren Zauber, den wir schon so lange hinterherrennen. Ne? Es ist ja wirklich jetzt schon eine Weile her, seit ich eigentlich diesen Zauber gerne gehabt hätte. Aber jetzt kriegen wir ihn und ich freue mich sehr, denn von den ganzen Mirage-Zaubern ist das eigentlich mein Liebling. Ich meine, die Mirage-Zauber sind sowieso alle so ein bisschen speziell, aber das zeige ich euch dann gleich. Aber den von Feuer finde ich von der Animation her eigentlich am schönsten. Aha! The face of the Arcanum's future stands again before the Arbiter Practice. I knew from Ardul that you would be a rising star here. And you are now eligible to face the trial of the understudy, yes? That is the quickest turnaround for an initiate I have ever seen. But I am confident you will do well once again. You are familiar with the trial chambers. The door to this one is back out in the hallway. Face the trial of the understudy. And if you succeed, you may simply return to Ione. Until next time, my friend. Ach so, dieses Mal kämpfen wir aber nicht gegen Sirio Cassini persönlich, sondern wir haben anscheinend einen anderen Gegner. The trial chamber is much like the others, but your opponent is far more exotic. It's an elemental that seems to be made from the void itself. Okay, ich kann mich überhaupt nicht mehr hieran erinnern. Das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Wir haben ein Elementar der Leere. Interessant, okay. Gut, ja, schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Mit Chrysalis Kampfmusik. 13.400 Leben. Und Schattenmagie selbstverständlich auch. Okay, ich bin gespannt. Okay, Leben und Mythos-Schild ist jetzt nicht so schlimm. Täuschen können wir hoffentlich auch benutzen. Bitte funktioniere. Ja, das sieht gut aus. Oh. Uns werden die Leben abgesaugt. Gut, ist aber nicht weiter schlimm. Denn wir werden direkt geheilt. Ja, die heilende Strömung funktioniert ja auf dem US-Server mittlerweile auch ein bisschen anders. Also die macht jetzt einen festen, meine Güte, einen festen Heilwert und noch eine Heilung über Zeit. Ist also nicht mehr random, was da kommt. Also ich glaube, die heilt jetzt so 300 immer und dann kriegt man noch eine Heilung über Zeit, so ähnlich wie bei der Fee, über 3 bis 5 Runden. Also das ist das Einzige, was da noch random ist. Ist auf jeden Fall interessant. Ist aber auch ein bisschen schade, dass jetzt diese krassen Tausender Heilungen, die man ja hier mit der heilenden Strömung sonst immer machen konnte, dass die jetzt leider nicht mehr gehen. Also dann, sobald das hier auch auf dem deutschen Server irgendwann mal so weit geupdatet wurde. Naja, naja. Oh, wir haben noch ein 80er Täuschen. Sehr gut. Allerdings sind wir erstmal betäubt. Aber bis jetzt, muss man ja sagen, bereitet uns dieser Gegner nicht so viele Probleme. Habe ich zwar jetzt auch nicht erwartet, aber trotzdem, ein bisschen reinhauen kann der ja auch mal gerne. Oh. Ach, ja, toll. Jetzt haben wir doch dann die Quittung bekommen. Ein minus 75% Feuerschild. Gut, da muss ich jetzt doch nochmal ein paar Klingen vorbereiten. Denn das wird so natürlich nichts. Oh. Okay, anscheinend hat dieses Ding so ziemlich für alle Schulen ein Meisteramulett. Also praktisch kann das Teil Superpips für alle Schulen benutzen. Das ist interessant. Ah, die Schattenpeitsche. Die sehe ich natürlich auch gerne.
Ist bloß ein bisschen blöd, weil wir brauchen ja noch einen zweiten Schattenpip, damit wir dann auch damit angreifen können. Aber das lässt sich ja eigentlich noch hier irgendwie bewerkstelligen. Ja, setzen wir die Schattenpeitsche mal ein. Und vielleicht haben wir ja genug Glück, in der nächsten Runde einen Schattenpip zu bekommen. Oh. Eine Schattenvariante des Hirschritters. Der ja mittlerweile auch auf alle Gegner gleichzeitig geht. Okay. Den Schattenpip haben wir noch nicht bekommen, aber wir können den Feuerkessel noch einsetzen. Ein bisschen hält unsere dunkle Form ja noch an. Boah, also Luna ist heute wieder richtig gut am Start. Mit den Heilzaubern, das gefällt mir natürlich. Und auch in der Schattenform heilen die noch relativ gut. Obwohl unsere Heilung ja reduziert ist. Oh, minus 20%. Also dieses Ding tut alles Mögliche, um sich irgendwie zu schützen. Aber jetzt können wir angreifen und da wird sich das Teil auch nicht mehr retten können. Also, hoffe ich zumindest. Denn wir haben jetzt 50% durch Stechen. Und damit ist dieser minus 75% Schild nur noch ein Witz. Plus kritisch und die ganzen Klingen, die wir hier haben. Und zweimal täuschen. Also da bleibt nicht mehr viel zur Verteidigung übrig. 23.000. Schwupp. During the duel, it seemed as though the elemental was seeking to absorb your life essence. As the elemental dissipates, however, it feels as though you are magnetically propelled in the opposite direction. Oder kriegen wir jetzt den Zauber? Ich bin mir irgendwie immer noch nicht so ganz sicher. Vielleicht war das auch jetzt bloß die Prüfung und den Zauber kriegen wir trotzdem noch nicht, weil irgendwie müssten wir dafür auch mit dem Feuergelehrten einmal sprechen, oder? Also zumindest würde das Sinn ergeben. Vielleicht können wir ja jetzt, dadurch, dass wir das gemacht haben, die Quest für den Zauber freischalten. Das kann sein. Ich dachte nur, wenn wir jetzt zu Sirio Cassini gehen, dass wir den Zauber direkt bekommen. Aber irgendwie wahrscheinlich doch nicht. Weil sie wird den uns ganz sicher nicht geben. I suppose I should say congratulations. You are now an Arcanum understudy with the benefits and the responsibilities that entails. As an understudy, you will have a private office to decorate and use however you like. You will find the entrance just down the hall. As to the truth about the hall, you now have clearance for this knowledge. I already told you that they were once part of the Arcanum. I could tell you the entire story, but it would take many hours, and I feel unprepared to do so. The Cabal's work was performed in what we now call the Forbidden Wing, behind the warded door. We do not go in there under any circumstances. There is a small library, however, where we keep historical records about the Schism. It is simplest for you to learn about the history there. Visit the Schism Reading Room. Okay, ich würde mal sagen, dass wir jetzt noch zu unserem Feuerlehrer hingehen und den Zauber aber erst in der nächsten Folge lernen. Aber es wird Zeit, dass wir dieses Ding endlich mal bekommen. Ja, jetzt wo wir diese Quest abgeschlossen haben, haben wir auch praktisch ein neues Haus freigeschaltet. Wir können jetzt nämlich hier im Arcanum in irgendeine Tür reingehen. Ich glaube, diese Tür hier war das. Ne, war es nicht. Gut. In irgendeine Tür können wir jetzt hier reingehen. Ach, wahrscheinlich die hier hinten. Ne, das ist auch die falsche. Ja, meine Güte, wo ist denn das? Ah, hier ist es. Können wir hier reingehen und wir haben jetzt so diesen Raum hier bekommen, den wir hier einrichten können und als unser Haus mit benutzen können. Ist jetzt auch hier mit im Inventar drin. Die Arcanum-Wohnung ist relativ klein, also man hat hier diesen unteren Raum.
Und dann hat man hier noch einen Teleporter und kann noch nach oben auf diese Terrasse hier gehen. Und hat dann hier auch nochmal so ein bisschen was zum Einrichten. Eigentlich ist es ganz cool, weil man hier diesen schönen Blick nach draußen hat und die Aussicht aus dem Arcanum ist ja wirklich, wirklich schön. Naja, also wenn man sich das so anguckt, das hat schon was. Sehr cool. Ich will tatsächlich mal kurz was ausprobieren. Oder ich brauche mal kurz dieses Bild. Ah, können wir eigentlich das Thumbnail nehmen. Gut, wo ist denn jetzt meine Luna? Hier. Genau, und das könnt ihr jetzt dann hier benutzen, sobald ihr diese Quest jetzt hier von Ione abgeschlossen habt. Und wenn man hier rausgeht, steht man natürlich dann direkt im Arcanum drin und hat auch das Weltentor hier direkt gegenüber. Ja, ist also auch von der Lage her nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unserem Feuerlehrer und nehmen die Quest für den neuen Zauber noch an. Mal schauen, was wir überhaupt machen müssen dafür. Und dann wird sich die Folge schon bald dem Ende neigen und dann muss ich die noch fertig machen, bevor sie morgen dann rauskommt. I got a warm spot in me heart for you, young pyromancer, and I'm thrilled to hear you've advanced to understudy. Well deserved, I say. And now we can forget about some of those silly restrictions on what information I can share. Let's burn those walls down. In that light, I have what I believe you'll find to be one of intense interest. A new spell I've been studying. It's just lacking one thing. I need a pair of genie dancing sandals. I hear there are some in the old Mataman treasure cave near Caravan in Mirage. Go fetch them. Okay, also wieder mal nach Mirage und da anscheinend irgendwie mit den Krummsäbeln in Kontakt treten. Sengende Krummsäbel, mosmanische Schatzhöhle. Bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Wir gehen nochmal zum Lesesaal der Spaltung und machen jetzt noch ganz entspannt hier in der Quest so ein bisschen weiter. Ja, was hier passiert ist, ist auch interessant. Aber das werden wir vielleicht noch irgendwann herausfinden. Ach, hier hinten ist das, okay. The small library is as still and silent as a tomb. The secrets in here were hidden because they were too painful for the scholars to bear. Und ein riesiges Buch. The massive book would take years, if not decades, to read in its entirety. But fortunately, you find a summary section. Centuries ago, the first scholars came together to study the mysteries of magic and the secrets of the spiral. Some among the scholars became convinced the spiral was doomed and that restoring the first world was the only hope for the... They knew countless lives would be lost, so they began building the Arcanum to protect a group of survivors they would select. But others among the scholars opposed the dark plan. The two sides fought. The first group was defeated and exiled. They formed the Cabal. The other group of scholars finished building what became the Arcanum, but used it instead as a base for their studies and experiments. To this day, the Cabal continues to search for a way to restore the First World at any cost. The Arcanum wages a secret war to stop them. Übrigens, sehr schöne Illustration hier in dem Buch, das gefällt mir. Ja, die erste Welt soll wiederhergestellt werden, also praktisch, weil jetzt in der Lore nicht so drin ist, praktisch der Planet oder die Welt, die halt hier da war, bevor die ganzen Splitter zur Spirale vereint wurden. Also die erste Welt wurde ja zerstört von den Titanen, den Drachen und den Riesen. Und dann aus den Überresten dieser Welt wurde jetzt hier diese Spirale geschaffen, jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Und diese erste Welt soll wiederhergestellt werden aus Sicht der Kabale. Ich bezweifle nur, oder was ich mich auch so ein bisschen frage, was ist die genaue Connection zwischen der Kabale und Großvater Spinne? Weil der will ganz sicher nicht die erste Welt wiederherstellen, sondern der will wahrscheinlich irgendwie einfach alles vernichten. You know the entire truth now.
the darkest part. You also understand why we cannot devote all our time to scholarly matters. As you read, the Cabal seeks to restore the First World. It is a mad, catastrophic plan that would destroy the Spiral and everything in it. Kizma has confirmed that the Cabal took the Eye of History to Mirage, hoping all along they could somehow use it to reverse the sands of time. We assume that Grandfather Spider's collusion with them has acted as a catalyst, so their plans are now dangerously close to fruition. Ja gut, sie arbeiten halt zusammen. Thus, it is imperative you return to Mirage and find a way to stop them. Speak to Kizma before you leave. Good luck. Ja, da haben wir in der nächsten Folge einiges zu tun. Den Feuerzauber müssen wir uns holen und dann geht's schon langsam Richtung Finale von Mirage. Ich fühle mich nicht bereit dafür, aber wir werden das schon hinbekommen. Nächste Woche kommt übrigens, glaube ich, wieder Pokémon. Zumindest würde ich es gerne so machen, damit auch das Projekt dann mal wieder ein bisschen vorangeht. Und dann sehen wir uns mit Wizard 101 erstmal morgen wieder und ansonsten dann wieder nächstes Wochenende. Und da könnte es schon richtig, richtig abgehen mit irgendwelchen Story-Finalen. Mal schauen, ob wir so weit kommen in der Zeit. Das wird sich dann zeigen. Falls ja, dann werde ich wieder um Hilfe bitten müssen, weil die letzten Bosse von Mirage werde ich nicht alleine schaffen. Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, wann wir überhaupt dort ankommen. Ob es schon nächste Woche ist oder erst in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Ich weiß es ja nicht, wie viel da jetzt genau noch kommt. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge gerne wieder. Macht's gut und bis dahin.